R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Meinem Finger geht es tatsächlich wieder besser. Das stimmt nicht. Ich war heute Morgen beim Arzt und es hat extrem viel geblutet über Nacht und es fühlt sich echt scheiße an. So viel auf jeden Fall zu meinen Finger-News, meine Freunde. Das interessiert aber auch hier jemanden. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung unter dem gestrigen Video. Hat eine Menge Bock gemacht und ich würde sagen, Leute, willkommen zu einer neuen Woche auf dem besten YouTube-Kanal aller Zeiten. Bei Raven Zeile, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir spielen heute gemeinsam Google Feud. Feud. Google Feud ist ein Spiel, welches es mir erlaubt, Google-Suchanfragen zu beenden. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz am Beispiel Cindy, wie das aussieht. Zum Beispiel ist jetzt Cindy das erste Wort dieser Google-Suchanfrage. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt als zweites Wort Cindy aus Marzahn. Wird sicherlich dabei sein, überprüfen wir mal. Schauen wir mal ganz kurz in die Antworten. Crawford, Lauper, Sherman, Lauper, Crawford, Walkup, Crawford, Alemann. Ist ja auch egal. Ich glaube, ihr habt verstanden, meine Freunde. Ich muss mir quasi immer eine Kategorie auswählen und dann das Ganze vervollständigen. Google Feud sagt mir dann, ob ich ein bisschen dumm im Kopf bin oder ob ich der Oberschicht angehöre und eventuell in der Lage bin, zu erkennen, was ein Google-Algorithmus so vorschlagen würde. Krass, das war extrem sauber geflowt. Ich würde sagen, wir wählen die Kategorie Menschen und schauen mal ganz kurz. Malcolm in the Middle. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Erste, was dabei ist. Malcolm in the Middle. Bam, bam, bam. 800 Punkte auf jeden Fall. Malcolm in the Middle. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf Deutsch nochmal dabei ist. Malcolm mitten drin. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Yes, da gibt es nochmal 400 Punkte für. Und Malcolm X ist auf jeden Fall auch dabei, meine Freunde. Ja, Mann, was geht? Was geht, Alter? Da habe ich auf jeden Fall schon eine Menge Punkte gemacht. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, meine Freunde. Malcolm X sollte man kennen aus der historischen Vergangenheit, eventuell in den USA. Falls nicht, schlagt es gerne mal nach. Gehen wir weiter und machen die nächste Antwort. Was haben wir noch? Malcolm Young, Malcolm Gladwell, Malcolm mittendrin, Malcolm Butler, Malcolm McLaren. Keine Ahnung, machen wir die nächste Kategorie, meine Freunde. Machen wir mal zufällig. Was haben wir hier? Name. Ach so, jetzt muss ich mir selber was ausdenken. Bastian Schweinsteiger. Auf jeden Fall dabei. Bastian Schweinsteiger gibt 8000 Punkte. Ja, moin. Revi, weil ich bin ja Bad Job. Okay, das war schlecht. Bastian Bielendorfer, Jotta Obermeier, Bastian Pastewka hätte man da drauf kommen können. Ist ja egal, meine Freunde. Mit was kann man? Verdammt. Mit was? Macht. Macht, Macht geht doch immer, oder? Was? Mit was? Mit was? Mit was? Mit was? Mit was trinkt man Gin? Mit was kann man Gin mischen? Mit was? Kann man war ja wohl dabei. Ich muss den kompletten Satz ausfolieren. Ja, moin! Woher soll ich das wissen? Okay. Mit was kann man Jägermeister mischen? Mit was kann man Malibu mischen? Mit was trinkt man Bombay? Mit was inhalieren? Mit was liefert Amazon? Mit was fängt man Mäuse? Mit was kann man inhalieren? Sind jetzt hier nur irgendwelche Fragen, die sich auf Drogen- und Alkoholkonsum beschränken? Und Mausefang und Amazon. Das spricht auf jeden Fall für Deutschland. An sich. Klasse. Okay, machen wir weiter. I Love Radio. Das gibt's auf jeden Fall. I Love Radio kenne ich auf jeden Fall. Das gibt es. I Love Radio. 7000 Punkte. Ja, moin. Okay. I Love Music ist auch bestimmt da. Alles klar. I Love Her. Ganz pragmatisch. Bad Job, Spiel ist vorbei. Okay, was haben wir noch? I Love You, I Love Techno, I Love Techno, Ruhe, Mann, verdammte Kacke! Ruhe! I love Montpellier, I love Rock'n'Roll, I love you daddy, I love Lucy, I love nice, I love PDF. Ja, ich liebe auch PDF-Dokumente. Okay, nächstes Ding. Heidi, deine Welt sind die Berge. Was ist nicht dabei? Heidi Klum aber auf jeden Fall. Heidi Klum ist definitiv dabei. Heidi Klum auf jeden Fall. 10.000 Punkte dafür auf den Nacken. Platz 1, meine Freunde. Heidi von den Bergen. Wie heißt denn das? Heidi kommt vom Berg. Heidi Alm. Fuck. Oh, das stimmt sogar. Heidi Film. Oh, ich habe mich verschrieben. Da stand Film, da stand nicht Alm. Ja, ja, Heidi Serie. Heidi Cartoon. Heidi Großvater. Was? Das Spiel ist vorbei. Heidi Opa is a really bad idea. Das Spiel ist vorbei. Ja gut, schauen wir auf die Antworten. Heidi Brühl, Heidi Kabel, Heidi Klum Kinder, Heidi Klum Lidl, Heidi Horten, Heidi Weng, Heidi Film. Hä? Keiner kennt mehr Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi. Trauriges Leben, Alter. Okay, nächstes. Garart. Garart Rindfleisch. Garart. Garart. Was eine Garart, Alter. Wie gart man etwas? Garart. Garart. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht, Alter. Hier antworten. Garart. Kochen, schmoren, backen, dünsten. Garage-Sale. Garart Steak. Das macht überhaupt keinen Sinn, Alter. Was für Garage-Sale? Ja, okay, nächstes. Kevin. Okay, Kevin ist das Wort. Kevin
Huch. Können wir nicht machen, Leute. Kevin ist das Wort. Kevin. Boah, wie wird Kevin Kurani geschrieben? Kurani? Au! Mein Herz. Das ist der einzige, der mir jetzt einfällt, das ist Kevin. Kevin Bacon. Kevin Bacon, den gibt es. Ist der dabei? 2000 Punkte, immerhin. Kevin Spacey ist auch dabei. 10.000 Punkte. Kevin Name, weil es ist ja ein Name, den... Oh, es ist sogar dabei, Alter. Kevin James, ja klar. Kevin Name ist Kevin James. Wer kennt ihn nicht, Alter? Kevin... Die Seegurke. Die Seegurke. Ist nicht dabei, verdammte Kacke, Alter. Das zählt nicht. Aus! Okay, schauen wir auf die Antworten. Kevin Trapp, Kevin Hart, Kevin Can Wait, Kevin Dorn, Kevin Münch, Kevin Kühnert. Ja gut, auf Kevin Hart kann ich noch kommen können. Okay, nächstes ist Dennis. Dennis Comedy. Dennis The Menace. Ich weiß nicht. Sie antworten. Dennis Dieter und Matthias Papin Lavant. Kennt ich alle nicht, Alter. Weiter geht's. Tom und Jerry. Was? Tom und Jerry ist nicht dabei? Tom und Jerry ist nicht dabei? Hä? Tom Sedlak. Wer ist Tom Sedlak? Ich habe mir, glaube ich, den Namen gerade ausgedacht. Tom Taylor, Tom Hardy, Tom Hanks, Tom Cruise. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, Amor. Iron Armor Minecraft Enchantment. Seine Schande. Okay, es tut mir leid. Amor. Amor Liebe. Okay, weiterspielen. Amor Liebesbote. Was haben wir denn hier? Amor Schmuck. Amor. Amor, Amor Lux Paris, Amor Lux, Amor Gott, Amor Kette. Keine Ahnung, Mann. Wieso schreit der da die ganze Zeit so nebenan? Wieso muss ich jetzt hier wieder was Falsches? Rezo. Ha. Rezo Music. Was? Hä? Aber das. Rezo ist doch. Ist doch. Rezo YouTube. Ja. 7000 Punkte. Ja. Ja. Okay. Instagram. Ja. Ja. Da hole ich mir die Punkte. Da hole ich mir die Punkte. Da hole ich mir die Punkte. Twitter auf jeden Fall auch dabei. Ganz klar. Ganz stark. Rezo Musik. Ah, aua. Rezo Haare? Was? Sie antworten. Rezo Alter, Social Blade, Rezo Snapchat, Rezo Schwul. Ja, moin. Rezo Band, Rezo Name. Kann man auf jeden Fall machen. Warum nicht? Gehen wir weiter und schauen wir mal hier. Wie kannst du gewinnen? Ha? Wie kannst du... Nee, will keiner wissen. Wie kannst du bei Minecraft hacken? Das sind doch Sachen, die wollen alle Kinder wissen, die sowas googeln. Okay, schade. Sie antworten. Wie kannst du mir helfen? Wie kannst du es wagen? Wie kannst du lieben, was du nicht lebst? Wie kannst du mit mir sprechen? Wie kannst du nur Raff Camora Lyrics? Wie kannst du es wagen? Englisch. Wie kannst du bei einem Menschen ein Herz stellen? Was zum Teufel, Alter? Wie kannst du Daten auf Google Drive stellen? Verdammt nochmal! Oh Gott, Deutschland, Alter. Okay, ja. Okay, ganz einfach. Nein. Ja, Produkte. Was? Ja, kaufen. Was sie antworten? Ja, Ruhe, ja, gerne, ja, nein, Fragen, ja, Ocean View Hotel, ja, ja. Oh Gott, Mann! Wie man gibt? Hä? Was? Wie man gibt? Was ist das für ein Satzbau? Wie man gibt? So schallt es auch hinaus aus dem Walde. Wer kennt das Sprichwort nicht? Wie man gibt, so schallt es auch hinaus aus dem Walde. Ist falsch? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie man gibt eine deutsche Sprache? Ja, Sie antworten. Wie gibt man... Hä? Wie gibt... Habe ich mich verlesen? Wie man gibt, stand da. Oder stand da, gibt... Wie gibt... 666, aha. Satan. Auf jeden Fall. 1000 Punkte. Teufel. 8000 Punkte. Nummer. Geben wir auch mal dazu. Okay, okay, okay. Ah, was? Bedeutung Games, Prank Avenue. Ja, schade, okay. Zufällig. Gerade vorm Wald. Bitte, was wollen Sie von mir? Ja, schade. Schreiben Sie hier. Versuchen Sie lustigsten Kombinationen über Google Fold auf Deutsch. Oh, Vorschläge einreichen. Rewindzeit. Test. Rewindzeit Shop, Rewindzeit Alter, Rewindzeit Wiki, Rewindzeit Twitch, Rewindzeit Texturenbank, Rewindzeit Forum, Rewindzeit Skin. Aha, okay, machen wir mal Revi. Revi Hu Berlin, Revi Server, Revi Alter, Revi Uni Jena, Revi Forum, Revi Bip Mainz, Revi TS, Revi Shop, Revi Jody. Geben wir mal ein. Revi Jody abgelehnt. Abgelehnt ist es, abgelehnt. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was bei Dena steht. Dena ist Nummer 1. Dena Shop, Dena Freundin, Dena Hund, Dena Auto, Dena Minecraft, Dena Alter, Dena Twitter. Okay. Paluten. Paluten Shop, Paluten Alter, Paluten Minecraft, Paluten Animation, Paluten Freedom, Paluten Skin. Okay. Apo Red. Apo Red Sale. Ja, moin. Direkt auf Platz 1 ist Apo Red Sale. Apo Red Schuhe, Apo Red Merch, Apo Red Photoshop, Apo Red echter Name, Apo Red Fortnite. Geht gerade steil nach oben, meine Freunde. Aha. Gucken wir mal ganz kurz, was bei Fortnite so steht. Fortnite testen. Fortnite Download, Fortnite Battle Royale, Tipps, FSK, Tracker. Okay. Fortnite Tracker. Da geht schon los. Da geht schon los. Ich bin mir sicher, dass der Typ, der mich hier dazu gebracht hat, mein Messer in meinen Finger zu
Programm auf jeden Fall gecheatet hat, meine Freunde. So viel auf jeden Fall dazu. Wenn ihr mehr von Google Feud sehen wollt und sich dieser feudige Unterhaltungsfeudismus unterhalten hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall morgen Abend gerne wieder vom Twitch-Kanal vorbei. Es wird wieder gestreamt, meine Freunde, um 19 Uhr, beziehungsweise wahrscheinlich sogar schon um 18 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Und ich würde sagen, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Habt ihr vielleicht diesen kleinen Teaser am Anfang gesehen? Da kommt was Großes auf euch zu, aber was das ist, das verrate ich euch noch nicht. Also, macht's gut, auf der Rhein, tschüss, tschüss.